Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War's wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Das kann nur ein großartiges Spiel werden, wenn wir auf einer Kutsche aufwachen. Wer ist das? Discovery und Flashbacks. Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Das sind nicht die Kinder, die er sucht. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Nein, wartet! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass sie mich entwischen! Was zum... Da sind ich aber großen Problem. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Nein, sie war genau weiter! Bleib unten! Lasst uns auch die Felder durchsuchen! Ja, geht nur! Ja, scheiße, wo komm mal. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Wir haben Gesellschaft. Sucht alles ab. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Gut. Das schaffen wir schon. Sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Wir haben Schlimmeres überlebt. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hackt mir in die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester! Nicht aufgeben! Das müssen die gewesen sein! Ohne dich sind sie tot! Na, wartet, wenn ich euch erwische! Ich weiß, dass Sie es sind. Wir müssen da runter. Ihr seid doch noch hier. Ich finde euch. Wir müssen irgendwas damit zu tun haben. Da unten, ja. Ich sehe sie! Sie ist hier! Nein, du brennst alles nieder! Was zur Hölle? Egal! Duck dich! Du hast meinen Sohn ermordet! Spur! Nein! Lauf! Dann weg hier! Da
zustande. Du bist tot. Nein, du. Du zuerst. Na los. What the fuck? Sie leben noch. Der Wagen. Meine das war knapp. Hol die Schleuder. Schnell. Na los. Ja. Zurück. Na, wir können auch diesmal Faustkampf machen. Endlich. Ah. Endlich nicht nur die Schleuder. Faustkampf gegen Axt. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen üben. Oder so. Schnell, sie sind sicher hier runter. Das Kontern ist noch ein bisschen schwierig. Das hier, damit ich übe daran. Hier ist alles ruhig. Das sind bestimmt die. Ich keine Steine mehr. Hier lang, schnell. Nein. Mutter, komm, komm schon. Oh, nein. Mutter, ich komme. Es ist ein Kind. Schnell. Haben wir noch mehr ermordet. Jetzt noch die von der Scheiße. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Ein Kleid. Requiem. Da kann das Chaos beginnen. Schließ Kapitel 1 ab. Kapitel 2. Neuankömmlinge. Hm.
ja. Das wird noch was. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns eure Majestät erlauben, ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Da rieche ich aber was. Du bist ihnen wichtig. Mhm. King Oster 1. Aber gut, vielleicht bin ich auch nur sehr pessimistisch. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm. Es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Keine Melone kaufen. Was machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles. Wassermelone. Dann los. Ich will Melone essen. Was haben wir hier? Ziegenmilch! Frisch gemolkene Ziegenmilch! Die Weine und Liköre werden alle aus heimischen Bergpflanzen hergestellt. Oh, ein guter Hypokras geht immer. Mal sehen. Was wird hier verkauft? Kräuterdingstuhl. Oder ist das Alkohol? Hallo, Schweinchen. Ja. Gebratenes Fleisch. Kommt und probiert. München gerupft. Schweine gemästet. Oh. Oh, das riecht so gut. Hey, na komm. Probier ein Stückchen. Nur zu. Oh, lecker. Schmeckt's? Ja, aber das ist kein Schweinchen, oder? Na los, schauen wir uns weiter um. Ja. Will ich wissen, was das ist? Ganz... Das war gut. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Töpfe, Töpfereiwaren. Amicia, warum sind die Mauern rot? Ich habe gehört, dass die Erde hier manchmal rot ist. Sie nennen diese Farbe Ocker. Eine Wache. Hergehört! Hergehört! Graf Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen!
Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Viktor von Aal wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Großartig. Wo ist das Wurfspiel? Das sollte ich mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Der ist aber nicht mehr ganz neu, wie es auch schaut. Der Jahrmarkt ist noch größer als letztes Jahr. Ich brauche ein Kleid. Ein günstiges. Nicht ganz Jahr. Ganz schön viel Fisch. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Was macht er hier? Zum Wurfspiel, wo geht's zum Wurfspiel? Das ist nur vorsorglich geschlossen, wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle sind krank, der Gestank dort ist unerträglich. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier, sie sind glücklich. Ah, ja, stimmt. Sieh nur, da oben, das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, das hat mir das genau nicht so über lange. Dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Das Glück hier sehr weit enden wird. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wäre es mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Aha. Was haben wir hier? Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Feinster Zisterzienser Wein! Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Marinierter Schweinebauch! Köstlicher Schinken! Putzt. Sieh mal, die Farben! Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Sieh mal, Blumen! So viele Töcher! Habt ihr Interesse? Nicht nur an einem. An Blumen. Oh, natürlich. Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen, hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Bewundert diese Farben. Bewundert sie aus nächster Nähe. Prächtige Rot- und Gelbtöne. Frisch aus Korsika. Heute Morgen gefangen. Noch mehr Fisch. Auf vier Kisten gibt es eine fünfte gratis. Lauten. Nur die Besten. Die Lauten können wir ein bisschen spielen. Musik. Die sind wunderschön. Danke. Ich stelle sie selbst her. Kannst du spielen? Nein, ich hatte nie die Zeit, es zu lernen. Aber sie ist ziemlich gut. Ich könnte spielen. Eines Tages werde ich es lernen. Schuhe, Sandalen, Unterwäsche. Ideal für die Sonntagsmesse. Unterwäsche für die Sonntagsmesse.
Wow. Wie macht er das bloß? Na, seine Eltern müssen Drachen sein. Er trinkt vorher eine Flüssigkeit und spuckt die aus. Sorry. Genau, wie die zu Hause. Die hier ist größer und heißer. Ihr seht hier die beste Schmiede weit und breit. Er muss ziemlich schwitzen. Ha, auf jeden Fall. Zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Das Wurfspiel. Ich auch. Das tut mir hier ein Wurfspiel versprechen. Zum Sonderpreis! Findet der Viehmarkt doch statt? Wow. Die Sägen sind riesig. Sehen wir sie uns an. Sind das Sägen für Riesen? Riesen? Nein, du bist nur etwas klein. Bin ich nicht. Oh je. Hör auf zu lachen. Entschuldige, du hast recht. Das sind Riesensägen. Ha! Seht ihr? Ja, gut. Klein, aber ziemlich frech. Wie schön. Ich will reinspringen. Vielleicht später. Ich habe so das Gefühl, später wird nichts. Dort scheint der Jahrmarkt nicht weiterzugehen. Frischer Spinat aus der Umgebung. Ach, Spinat. Wie kann man das bloß essen? Magst du nicht, die Mutter ihn zubereitet? Meine Zähne fühlen sich danach komisch an. Zwei doofe Gedanken. Spinat ist zum Erbrechen da. Weiß mir doch. Salz aus eigener Ernte. Einmaliger Geschmack. Ah. Verdammt, wo ist das Wurfspiel? Da hat der Sprecher auf dem Markt das so angekündigt. So, und das sieht dann Leute aus. Leben die alle hier? Komm, die Händler kommen von nah und fern. Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Also ich gut, wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Los! So, und zack. Haha! Ja! Und da oben hin. Du bist toll! Das war knapp. Na komm. Wie haben sie es geschafft, nicht dass aufgeben. So viele Leute kommen? Und zack. Gut getroffen. Natürlich. Das war nicht Was schlecht. Dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Naja, die beste Spielerin. Jetzt können wir Erinnerungen sammeln. Na, sehr gut. Da müssen wir uns hier wirklich umgucken. Wir haben noch keine Ahnung verpasst. Achtung, bitte! Seht euch vor und haltet Abstand, denn es wird brenzlig. Jetzt kommt das Feuer!
Gehen wir noch ein bisschen zugucken. Halt genießen, solange es noch schön ist. Solange wir noch nicht hier an dem wie war der Name gefesselt werden. Pranger. Eine Wache. Und er geht's weiter. Zu dem Musikspiel. Spielt jemand Musik? Oh, ich kann nicht sehen. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Höh. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja! Klasse! Da wird getanzt. Ja, klingt aber toll. Sie sind echt gut. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Nur nicht beeilen. Es wird doch gleich wieder ziemlich scheiße. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Wen haben wir hier? Eine Freundin für Übel. Der Tag war ganz schön lang. Grundregel Nummer 1 in Videospielen. Wenn es mal eine schöne Szene gibt, wo mal alles ruhig ist, wo das schön ist, ist das Übel gar nicht weit entfernt. Da dauert es nur ein paar Minütchen, dann geht's das in Grauen wieder los. Hey, schöne Momente bleiben nicht um. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt, wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal, ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Ja. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Gewöhnlich nicht zu Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Ein neues Zuhause. Sehen wir uns drinnen um. Das ist unsere Tür. Sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Sollen wir reingehen? Bin ein Pessimist. Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an.